herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part Pokémon Moon Silver. Wir haben einen etwas neueren Squad mit, ja, ich glaube, wir hatten alle Mann schon mal in irgendeiner Form mal dabei. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Krasses auf der Bank, muss man sagen. Wir können es uns nämlich gleich auch mal angucken. Wir haben natürlich Flygen mit von der Partie, weil es ein geiler Haudegen. Nidoking ist nun wieder mit dabei mit dem Walband. Poison Tail ist hier drauf, weil das ein Base 90er Move hier ist und 90 Genauigkeit hat. Und Gifteep hat 80 Power und 95 Genauigkeit. Und da dachte ich mir, ja gut, da kann ich auch drauf scheißen. Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Set. Erdbeben will ich halt eigentlich noch nicht benutzen auf irgendwem. Deshalb warte ich da noch ab. Tangelos hat ein paar interessante Moves dazu bekommen. Wir haben einmal Nature Grace, dann noch Power Whip, welches hier wie Dreifachachse funktioniert, was ganz cool ist. Antikraft weiterhin drauf und Knuddler hat der Boy noch gelernt. Also wir haben eigentlich eine ganz nette Coverage, wie ich finde. Und ich bin auch eigentlich sehr zufrieden mit dem. Plus habe ich gefühlt noch nie Tangelos benutzt, obwohl ich eigentlich großer Tangelos-Fan bin, muss ich sagen. Wir haben unser Ampharos mal wieder mit von der Partie, welcher jetzt Sepp kennen hat. Und ja, das hat 100 Base Power mit 85 Genauigkeit. Das ist schon ordentlich, vor allem mit 40% Parachance. Das ist schon etwas, was uns im Po retten kann. Da haben wir noch unser Slowking wieder mit von der Partie, nachdem wir ihn anfangs schwierig war. Und dann haben wir hier noch unser Speed Boost Blaziken. Und dann hoffen wir mal, dass wir mit dem ein bisschen was reißen können. Und müssen nun rüber nach Kanto. Ich habe leider schon eine sehr schlechte Sache gesehen, und zwar sind die Arenaleiter auch wirklich geordnet. Das bedeutet, Rocco, welcher eigentlich erst so, also im Endeffekt kämpft man ja als erstes gegen den Elektro-Arenaleiter. Und da ist halt die Sache, der ist halt nicht die Level Cap. Die Level Cap ist jetzt gerade Rocco. Deshalb muss ich mal gucken, wie wir da rangehen, ob ich sage, wir gehen einfach ein paar Kämpfe halt underleveled rein oder schau, dass ich mir die, ich meine, so Gestein und so kriege ich schon irgendwie, glaube ich, ein paar Encounter passend hin und so, aber so overall finde ich das echt sehr nervig, muss ich sagen, weil jetzt haben wir halt diese, ich glaube 61 müsste es gerade sein als Level Cap, deshalb habe ich auch unsere Mons nicht wirklich krass weiter gelevelt. Aber naja, boah, und ich habe gar keine Ahnung mehr, wie dieses Schiff hier funktioniert. Ich weiß, man muss das Mädel finden. Ich werde auch vermutlich hier sehr darauf bedacht sein, vorerst einmal mal Trainer zu skippen, weil ich einfach wegen dieser Levelkurve hier ein bisschen anders rangehen muss, weil ich nicht weiß, wann Rocco kommt, und ich muss Rocco natürlich auch finden, aber ich habe auch absolut keine Ahnung, was ich hier nochmal machen muss. Ah, okay, man musste sich bis zu diesem OP AK, dem Captain, vorkämpfen. Also ich habe jetzt ein paar Trainer gemacht, weil ich irgendwie zu doof für die Welt war und dachte, ich muss kämpfen, bis ich dann festgestellt habe, dass es in einem Raum einfach noch einen Matrosen gab, der mir gesagt hat, yo, weck mal den anderen Dulli auf, den ich gefunden hatte. Und das wusste ich nicht. Das, ja, naja. Ja. Jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. Dann hole ich noch das Mädel, bringe sie zu ihrem Onkel, Opa, was auch immer es war. Und ich glaube, das war es dann auch eigentlich. Dafür kriegen wir dann auch noch mal einen Metallmantel. Aber gut, Metallmantel ist jetzt auch nicht das allerwichtigste Item, ne? Jetzt brauchen wir, ich glaube, wir haben einen und wir können uns ja immer einen holen. Also von dem her ist das in Ordnung. Und damit sind wir auch schon in Vermilion City in Kanto angekommen. Jetzt halt echt die Frage, ich erinnere mich, ich habe so lange nicht mehr die Kanto-Seite hier gespielt. Musste man hier den Orden machen? Das überlege ich nämlich gerade. Da bin ich mir unfassbar unsicher gerade. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier noch den einen oder anderen Encounter finden. Aber ich glaube, sowas wie Tentacha zum Beispiel haben wir auch noch gar nicht gezogen. Also, wir kriegen schon noch, denke ich, hier ein bisschen was an Encountern. Auch wenn es jetzt nicht die stärksten sind. Ich weiß jetzt nicht, warum es so krass laggt. What the fuck? Oh, man kann tatsächlich nicht mal hier, Alter, ich weiß nicht, was jetzt hier gerade los ist, antreten. Man muss nach Cerulean und Pewter City. Das heißt, okay, das ist gut gemacht, dass man da nicht irgendwie doof reinrennen kann wegen der Level und so. Ich weiß nicht, was gerade mit dem Spiel los ist, dass wir gerade so langsam unterwegs sind. Dann würde ich mir als erstes einmal fix im Digda-Tunnel ein Pokémon fangen. Ich habe eine ganz leise Vermutung, welches es eventuell sein könnte. Ich pack mal, ich weiß jetzt nicht, auf welchem Level die so sind. Vielleicht nicht Multichaos vor. Ich glaube nicht, dass wir hier was anderes als Digda finden können, aber wir haben den noch nicht, also nehmen wir den mit. Das ist jetzt
auch nicht das allermächtigste Pokémon auf diesem Planeten, aber ne? LOL! It's dick da! Damit hätte ich niemals gerechnet, Wahnsinn. Und Route 6 ist auch nochmal gleich ein neuer Encounter. Ich glaube, hier gibt es im Normalfall nicht wirklich krasse Monster, deshalb bin ich erstmal mit allem zufrieden. Der ist aber erstmal Dupes. Okay, es hat eine Weile gedauert, aber Kadabra ist unser Encounter. Sehr, sehr gutes Mon. Es muss halt nur im Ball drin bleiben. Will ich den Meister, aber ich bin ehrlich, der könnte halt teleporten, ne? Und ich will ja eh keinen Legi benutzen. Das heißt, es ist wahrscheinlich sogar am schlausten, hier den Meister beizuwerfen. Ich glaube zwar nicht, dass Kadabra auf dem Level noch teleport kann, aber... Hey, Kadabra, GZ an dich. Auf dich werfe ich den Meisterball. Das muss man auch erstmal schaffen. Und hier liegt außerdem noch die TM62 Silverwind herum. Wird wahrscheinlich auch Base Power 72 haben. Und wir gucken uns unsere zwei neuen Mannequins einmal kurz an. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt am schlausten lang gehen sollte oder was überhaupt frei schon ist. Das müsste man mal gucken. Oh, alles hier in dem schlechten Bereich. Wir haben erstmal ein Bold Diglett. Das ist ziemlich kacke. Das ist ein sehr schlechtes Wesen und ein, ich glaube, das ist ein neutrales Wesen auf Kadabra. Ich bin mir nicht sicher und er hätte natürlich keinen Teleport gehabt, ne? Ja, mein Gott. Sicher ist sicher und neutrales Wesen, das passt. Leider nicht Magic Guard, das ist ein bisschen doof, aber hey, man kann nicht alles haben. Okay, man kann hier nicht über den oberen Bereich als auch durch diesen Durchgang hier durch. So ist es auch im normalen Spiel, das heißt... Ich vermute sehr stark, der Diktatunnel ist my way to go. Damit sind wir nämlich eh schon auf Route 2 und ich vermute, Zerschneider wurde hier nämlich auch entfernt. Und damit ergibt dann es auch schon wieder absolut Sinn, dass man hier rauskommt. Weil dann machen wir ja einfach straight up den Gesteinorden und laufen Kanto wirklich so ab, lol. Okay. Ich weiß nicht, was das für eine weirde Snobilikat-Statue ist. Interesting. Aber dann schauen wir doch auch erstmal auf Route Nummer 2, ob wir hier nochmal einen neuen Encounter kriegen. Ich meine, wir haben noch... Oh, wow, das ist ein Trainer. Wir haben noch kein Raupi. Das ist in dem Fall sehr gut, weil dann Smetbo noch ein potenzieller Encounter ist. Ansonsten... Ansonsten habe ich eh keine Ahnung. Okay, und das Bulmadam ist nur Level 53. Also hochgelevelt sind die nicht. Ist halt die Frage, ob man sich erst... Ich meine, jetzt bin ich gerade noch nicht so hochgelevelt. Das heißt, ich könnte die Situation nutzen, den Weg nach unten schon mal zu gehen. Weil ich glaube nicht, dass da groß was abgehen wird. Viel wichtiger ist aber jedoch, was kriegen wir hier denn als Encounter? Ein Pachirisu. Echt. Maybe hat das irgendeinen Buff bekommen oder so. Ich hoffe es sehr, weil ansonsten... Ich meine, ich finde Pachirisu... Also, ich finde es immer cool, Monster zu benutzen, die man eigentlich sonst nie sieht. Insofern sie halt auch ein bisschen was können. Und Pachirisu gehört jetzt nicht unbedingt in die Kategorie kann etwas. Aber hey, damit sind wir schon mal in... Stadt, dessen Name mir gerade nicht einfallen möchte. Alter, ich hab gerade irgendwie nur Neuborg hier im Kopf von Viola City. Du heilige Kacke. Wir haben ein Adamant Pachirisu mit Pickup. Wow. Wir hätten nämlich, ich habe nämlich schon geguckt, wir hätten Volt Absorb auf dem haben können. Und der hat 100 Base Special Attack bekommen. Ja, das bringt mir sehr viel. Das hat Lucky Break, hat eine 30% Chance, alle Stats zu boosten. Das ist krass, muss ich sagen. Ja, ja. Ne. Okay, in dem Museum könnte man auch nochmal Fossilien wiederbeleben. Oh, heute ist der Tag der Grafikbugs. Stark. Da es in der Stadt nicht mehr wirklich was zu tun gibt, würde ich tatsächlich... Oder auch nicht... Wir gehen doch noch nicht hier runter, schade aber auch. Wie sieht es mit Route 3 aus? Es scheint zumindest nicht abgesperrt zu sein. Weil dann würde ich mal alle Trainer auf Route 3 versuchen zu besiegen. Guck mal, auf welchem Level die so sind. Ob die zu hoch oder zu niedrig oder was auch immer sind. 57 ist actually gar nicht so niedrig. Ich überlege halt gerade, ob ich dann doch einfach den Orden als erstes mache. Weil langsam habe ich das Gefühl, das wäre eigentlich so mit das Schlauste, was ich machen kann. Und ich vermute, es wird drauf hinauslaufen. Ich merke auch gerade, ich habe einfach... Wie kann es sein, dass ich einfach schon wieder 4 Flugschwächen habe? Warum ist Flug jetzt... Das Ding ist halt, Flug wurde so meiner Meinung nach enorm gebufft, obwohl der eigentlich echt schon offensiv ein sehr gutes Typing war. Das heißt... Oh, ich check's nicht. Okay. Ich habe mich jetzt vorerst mal entschieden, dadurch, dass... Wir, ja doch, eigentlich vom Level her okay und gut dabei sind. Ich habe jetzt extra nochmal ein bisschen das Ganze hier hochgeschraubt. Dass ich jetzt die Trainer hier alle besiege, weil der Sprung vom Orden 1 hier auf Orden 2
halt doch nicht so groß. Es ist von 61 auf 63. Und ich glaube, dann ist es auch einfach besser und schlauer und da sind wir besser mit beraten, wenn wir jetzt erstmal hier die ganzen Trainer wegrotzen und dann gehen wir zum Arena-Orden. Ich denke, das klingt in meinen Augen sehr vernünftig zumindest. Lol, warte, was passiert hier gerade? Okay, Blaziken hat einfach nur eine komische Präsenz gespürt. Ich weiß nicht genau warum, aber offenkundig hat's das. Also, klar, das hat was mit Deoxys zu tun, aber ich hatte kurz Angst, dass Deoxys mich jetzt angreift. So, ich habe uns mal den Weg hier für dieses wundervolle Grasfleckchen hier freigekämpft. Mal schauen, was wir bekommen. Erstmal Dupes, dann eben der nächste Encounter wird ein. Okay, dann kriegen wir wohl noch einen Nidorina dazu. Finde ich nicht verkehrt. Haben wir direkt einen Ersatz für Nidoking. Also man muss auf jeden Fall sagen, die Trainer sind sehr machbar. So, jetzt sage ich, dass ich Level 59 bin, fühle ich mich auch wesentlich sicherer. Bisher war da auch noch nicht wirklich ein schwieriger Kampf dabei. Deshalb hier dementsprechend mal wieder ein Status-Update. Ich bin kurz vor dem Mondberg. Also das ist auf jeden Fall hier mehr als machbar. Ich meine, wir haben ja einen soliden Squad dabei, würde ich sagen. Auch wenn wir schon eine deutliche Flugschwäche haben. Aber so viele Flugmons waren da jetzt nicht. Nun, die hat sich Ampharos gekümmert. Also ich vermute, wir werden dann für den Gesteinsorden nochmal das Team umstellen. Und vor allem, glaube ich, im Mondberg kämpft man gegen Silber am Ende. Da brauchen wir definitiv nochmal einen anderen Squad, weil der hat einen Honchkrow. Und da habe ich gar keinen Bock, einfach nichts in den Gefüt reinzuwerfen, außer Ampharos. Der ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Oder steht sogar jemand, der uns den Weg blockiert? Na gut. Das heißt, ich dachte eigentlich, ich könnte mir jetzt noch maybe nicen Dings-Encounter holen, Mondberg-Encounter, aber gut, dann geht's wohl zurück und wir müssen gegen Rocco antreten und ich stelle unser Team passend um. So, dann, das ist unser Squadarino an der Stelle. Wir haben Torterra mit dabei, der aus irgendwelchen Gründen kein Erdbeben kann. Er konnte es auch nicht wiedererlernen, das ist mega dumm. Tja, ist nun mal so. Da haben wir Walban Primate mit am Start, Bronzong, weil ich den defensiv mit Schwebe sehr nice fand. Natürlich unser Sonflora, ist ja ganz klar. Ich merke gerade, ihr habt eine ganz nette Synergie zusammen, weil dadurch können wir nicht gestartet werden auf dem. Und dann haben wir noch einen Morlord dabei, weil ich mir dachte, noch einen Ground-Type weiter mitzunehmen. Der Water-Absorb hat ist nicht schlecht, weil der wird ja vermutlich Kabutops Amoroso, eins von den beiden mindestens haben. Und dann können wir den ganz gut besiegen. Und haben auch auf dem Haze drauf, was ich auch nice finde gegen nerviges Setup. Ich bin allgemein gespannt, was der überhaupt so haben wird. Also in meinem Kopf ist das jetzt kein allzu schwerer Kampf. Level 54 nur. Ja, das werden ja absolute. Also, die kippen ja alle an Solarstrahl jetzt erstmal eine schöne Reihe um. Die werden ja jetzt umfallen wie die Fliegen. Und Knogger ist im Übrigen kein Gesteins-Pokémon. Also, ich gehe jetzt. Also, wenn jetzt hier auf einmal ein Bodenarena ist, das wäre ein bisschen nervig. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Gen 1 weird ist. Oder. Ja, aber jetzt kommt Gestein. Doch, wird schon ganz normal, denke ich, eine Gesteinsarena bleiben. Ich denke, das passt schon. Ah, aber wir haben noch Primal Light auf Sonflora, welches auch so ein Omniboost-Move ist, wo ich mir dachte, ja, Purification ist auch nice, aber ein Omniboost auf dem, das wäre doch sexy. Ah, und Seed Flare habe ich auch vergessen, merke ich gerade. Ist jetzt Base Power 100 und hat dafür 70% Chance, die Genauigkeit zu senken. Also ganz, ganz weird wurde dieser Move auch verändert. Also, ich weiß nicht, was der Hackersteller mit Genauigkeit hat. Ich weiß nicht, ob er so Genauigkeitsdrops und so einfach Miesebrise feiert und wieso auch immer er das Miesebrise feiert und so. Ich check's nicht wirklich, aber er scheint da Bock drauf zu haben und wir müssen jetzt wohl damit leben. Also, die Arena-Trainer sind im Übrigen jetzt nicht wirklich eine Challenge. Da kommen zwar jetzt sehr viele so Käfer-Gesteinsviecher, aber wir haben ja trotzdem noch genug. Ich meine, Finn hat schon ein paar Mons besiegt, weil so zum Beispiel Beuteros auch kam oder Aggron. Also ich denke, wir haben da einen wirklich sehr, sehr guten Squad beisammen. So, alles ist Level 61. Ich habe jetzt sogar Leafstorm auf meinem Tangulus. Dachte mir, ja gut, Nature Grace, den Omnibus kriege ich eh nie auf dem. Und wir haben jetzt auch Recover auf unserem Morlord. Also damit haben wir, denke ich, nochmal ein paar sehr viel bessere Karten gegen unseren werten Herrn Rocco gezogen. Und dann schauen wir mal, wie das so laufen wird. Der wird sicher Aerodactyl. Ich glaube, maybe hat er auch einfach einen Fossil-Squad. Amoroso und Kabutops habe ich noch nicht gesehen bei den Arena-Trainern und Aerodactyl. Das wären drei Mons, die ich gesse. Und ich vermute noch Ihornio, Onix wahrscheinlich und dann keine Ahnung was noch. So, Amoroso im Lied ist doch schon mal etwas, was ich sehr gerne sehe. Der kriegt erstmal ganz gediegen Solarstrahl, aber so in seine Fresse geschossen, dass der nicht mehr weiß, wo der oben und der unten ist. Der hat keine Ahnung.
Bin ich gespannt, wenn der einen Sash hat, dann habe ich Respekt vor den nächsten. Okay. Dann sind mir die nächsten Arena-Leiter. Dann sind mir die nächsten Arena-Leiter auch eigentlich egal, weil die sind dann auch scheiße, alle Freunde. Scheiße sind die. Nee, ich will natürlich trotzdem Obacht geben. Ja, aber ich, also, ich habe das Gefühl, Sucker Punch, das kannst du gerne drücken. Das macht jetzt auch nicht die Welt, bin ich ehrlich zu dir. Dass das jetzt hier eine Solar Beam Fiasco, Fiesta, darauf wollte ich hinaus wird. Mich nervt noch ein bisschen, dass ich nicht das Wahlglas gefunden habe. Ich vermute, ihr habt es mir inzwischen schon in die Kommentare geschrieben und ich bin ein dummer Dummbatz und habe es mir nicht rausgeschrieben. Und hätte es schon holen können, aber ja, ich bin auch immer einen guten Schritt vor euch, muss man dazu sagen. Riedig. Wie viele Vierfachschwächenpflanze möchtest du haben, Brock? Ja. Ja, also bisher ist das. Das ist ein Spaziergang, würde ich sagen. Also wenn Aerodactyl kommt, muss ich halt wechseln. Dann gehen wir in Quaggy. Oder vielleicht auch in unser Bronzong. Ich glaube, Bronzong ist sogar dann eher der Play. Auf dem haben wir ja sogar Gyrobal. Das sollte einen verheerenden Damage auf den machen. Wobei, der hat den Typing Change, ne? Probieren wir mal aus. Ich meine nämlich, dass der Drache ist. Dann müsste das jetzt sehr effektiv sein. Er ist Drache. Dann ist der Drache Gestein. Da haben wir da. Wobei, der hätte ja dann trotzdem eine Pflanzenschwäche, merke ich gerade. Okay, jetzt die Dance. Aber es ist immer noch nur Onix, ne? Es ist halt. Das Ding ist, es ist halt trotzdem Onix, ne? Ich hätte ihn jetzt einfach mit Solarstrahl wegbrettern können. Vielleicht heilt er den sogar. Oh, Head Smash. Oh, das könnte actually wehtun. Aber der hat eigentlich nur 40 Base Attack. Sollten wir leben. Ich habe das mit sehr viel Confidence gesagt, muss ich sagen, dafür, dass das jetzt hier schon wieder ein bisschen knapp wurde, du. Heieieiei. Ja, es ist eben weiterhin sehr effektiv. Das alles nur, weil ich kurz herausfinde heute. Also, ne, es war auch ein bisschen risky zu sagen, Onix hat keinen Stat-Buff, aber ja, ne, es ist trotzdem okay. Okay, Kabutops, da kann ich mir halt sowas wie eine Wasserdüse vorstellen. Deshalb würde ich an der Stelle einfach mal wechseln. Dann darf auch Tangulos nochmal ein bisschen Spaß haben, ne. Der soll ja auch seinen Spaß haben, unser kleiner Racki hier. Eine Steinkante sollten wir noch ganz gut abfangen. Wir sind physisch-defensiv eine Wand, die seinesgleichen sucht. Und die Sonne ist, ich weiß nicht, irgendwie fünf Runden, fühlen sich irgendwie mega lang in diesem Spiel immer an. Also ich habe das Gefühl, so wenn ich irgendeinen Draft-Kampf oder so hätte, da würde das viel, viel kürzer dauern. So, ich hoffe jetzt einmal mal. Boah, wenn wir jetzt nur einmal. Ich wollte gerade sagen. Boah, müssen wir echt alle drei hitten? Dann hätte ich Blättersturm gedrückt. Weil auf plus zwei habe ich doch ein bisschen Respekt. Ja, okay. Hier einen kleinen Fehler definitiv gemacht. Hier hätten wir Blättersturm drücken müssen. Gut, der Fehler mit Sonnenflora war eher ein großer Fehler, würde ich sagen. Da hätten wir nämlich einfach Solarstrahl drücken können. Und dann hätten wir auch gegen Kabutops einfach Solarstrahl gedrückt. Echt? Also, ich meine, klar, das ist eins seiner Main-Mons. Sudowoodo, aber das ist der Squad von ihm. Na gut, dann kriegst du jetzt nochmal einen ganz saftigen Blättersturm reingezimmert. Und dann haben wir den ersten Orden in Kanto ohne Probleme wirklich geholt. Also, ich meine, die Probleme habe ich mir eher selber geschaffen als irgendwas anderes. Aber ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Weil dann können wir jetzt noch schauen, dass wir auch auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne noch durch den Mondberg durch, wenn wir da jetzt hin müssen. Und ich gehe stark davon aus, dass wir da hin müssen. Sodass wir im nächsten Part dann halt einfach direkt den Orden von Mistyon snacken können. Dass wir quasi in jedem Part mindestens einen Orden holen. Ich denke, das kriegen wir hin. Wird sicher auch ein Part geben, wo wir maybe sogar zwei Orden holen. Es kommt ein bisschen drauf an, was wir dazwischen noch machen müssen. Aber ich glaube, eigentlich muss man nichts dazwischen machen. So, das ist nun unser Squad, mit dem wir weitermachen. Ich weiß auch nicht. Ich probiere einfach Dinge rum, wo Synergien da sind. Ampharos ist übrigens ein Biest und hat einfach auf spontane Basis Tailglow gelernt. Also wenn wir da irgendwie an Citrobeeren oder so rankommen mit Umburden zusammen, ist das ja ein absolutes freaking Biest. Also ist ja krass. Und oh nee. Mann, oh nein. Okay, also es ist einerseits gut, andererseits ist es schlecht, dass wir hier straight up das Battle gegen den haben. Aber dann hätte ich jetzt nicht, ja, dann wäre ich nicht mit meinem Tangulos geleadet. Aber er scheint nur Level 7, Chat scheint anscheinend leveltechnischen Waschlappen zu sein. Wir gehen auf jeden Fall erstmal in Ampharos. Und dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Honchcore geht da, oh mein Gott, wirklich? Echt? Wow, Chat, auf so eine Kacke greift ihr zurück, das ist lame.
Und Drill Pack ist anscheinend der beste Move. Dann ist das okay für mich. Das sollten wir dann hinbekommen. Wir hitten sogar unsere Zap Cannon. Ich meine, bei 85 Genauigkeit mit einem Doppelteam dachte ich mir schon, weiß ich nicht. Aber wenn ich den hitte, ist der definitiv weg. Und dann hätten wir Honchkrow schon mal vom Spielfeld beseitigt. Wunderbar. Da ist schon mal etwas, was ich sehr, sehr gerne sehe. Wir sollten uns mit der Shellbell auch sehr, sehr gut wieder heilen. Wunderbärchen. Kriegen ein paar Erfahrungspunkte natürlich. Wer kommt nun für... Ah ja, gut, weil Wasserattack ist ja auch sehr effektiv, klar. Da haben wir Tangolos. Der sollte den easy handeln können. Ich glaube auch, dass unser Quagsire den handeln könnte, aber das würde wesentlich länger dauern, denke ich. Und hier können wir einfach auf den Blättersturm gehen und ich glaube, das sollte für Alligator aus Lebereise. Er kann gerne auf dem Eiszahn gehen, das ist sehr effektiv, aber Tangolos hat so eine hohe Def, dass das mehr als in Ordnung ist. Ja, guck mal, aufgegessen hat der den. Aufgegessen, unser Tangolos. Om nom 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 nom. War ein saftiges Frühstück, das wichtigste, nee, die wichtigste Mahlzeit des Tages, Freunde. Nur immer schön frühstücken, auch wenn ich das nie mache. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Frühstückt, das ist wichtig. Wird zumindest immer gesagt. So, zweites Mon weg. Es schaut bisher ganz solide aus. McMort, na guck an. Da können wir doch direkt in unser Morlord-Leinchen gehen. Fangen die Feuerattacke den vermutlichen Feuersturm ab. Und können dann mit Nassschweif nachsetzen. Meckert, wir hätten ihm auch Kaskade beibringen können. Dann haben wir eine hundertprozentige Attacke, die hittet. Das werde ich, denke ich, dann auch machen. Okay. Ich recover jetzt einmal. Das war unsagbar viel Damage. Ich wollte gerade sagen, ist der Specs, aber er ist auch nicht Specs. Ja. Das lief jetzt irgendwie nicht so gut mit uns beiden, Morlord, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich ihn jetzt reinschicken soll. Ich glaube, wir müssen in Flygen gehen und ein bisschen mit Earth Power angreifen. Ja, da habe ich die Klappe ein bisschen zu früh aufgemacht. Jetzt schaut es schon wieder gar nicht mehr so geil aus, muss ich sagen. Ach du Scheiße. Warum hat der so viel... Ich weiß, Magmorta hat sehr viel Special Attack, aber dass der so viel Damage drückt, habe ich nicht erwartet. Vor allem, es war nur ein Flammenwurf, ne? Es war nicht mal ein Feuersturm. Klar war das ein Crit, aber ich dachte, dass der mich nicht two-shot. Und ich habe auch nicht gedacht, dass Pokestoß dann danach mich rausnimmt. So, die nächste Erdkräfte und damit ist McMortar schon mal weg. Ach, du Scheiße. Ja, dann darf ich jetzt gleich wieder einen Mon suchen, welches ich reinnehme. Super. Das freut mich, ein Wasser-Pokémon. Ich weiß nicht, Wasser-Pokémon. Ich werde einfach, ich glaube, ich sage es gefühlt alle drei Parts, aber ich werde mit denen nicht warm. Elevoltik. Der will ja mal wieder auf den Eishieb zugreifen. Das heißt, wir... Das Ding ist, wir müssen noch einen Alakazam besiegen und einen Gengar. Das macht mir durchaus viel Angst. Mit gegen Gengar könnten wir vielleicht versuchen, irgendwie mit dem zu setup. Wobei, was ist, wenn ich jetzt einmal U-turne? Und da kommt ja jetzt Ice Punch. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Dann können wir in Blaziken gehen auf den Bulk ab und setupen uns so, dass wir eigentlich gegen alles gewinnen, weil wir alles outspeeden. Das klingt eigentlich nach einem nicen Plan, wie ich finde. So, es sollte Ice Punch kommen, genau. Alles andere hätte keinen Sinn ergeben. Das macht natürlich nicht allzu viel. Und wir gehen jetzt auf eine schöne Runde Bulk ab. Snacken uns hier nochmal den Death Boost vor allem. Und es kommt ein Erdbeben sogar. Oh, ich weiß nicht, warum ich nicht an Erdbeben gedacht habe. Ich dachte mir so, okay, es kommt wahrscheinlich Stromstoß, sowas in die Richtung. Aber Erdbeben zwiebelt natürlich. Okay, zwiebelt gar nicht so sehr, muss ich sagen. Bulk habe ich jetzt nochmal. Ich glaube, plus 1 reicht. Das sollte, also Gengar sollte umkippen, als auch Alakazam. Die haben beide eine sehr schlechte Def. Blaziken hat durchaus guten Attack. Mit Base 120 und auf plus 1. Mit einem Feuerfeger, das sollte alles rausnehmen. Und dank Speedboost sind wir auch schneller. Dann muss ich hier auch keinen Crit riskieren. Ja, und wir sind auch 5 Level drüber, ne? Also von der Seite. Und gegen Gengar können wir, glaube ich, sogar Sturzflug drücken. Wir sollten dann niemals am Recoil sterben. Und damit ist Sam auch schon weg. Ich meine, Chat hat uns einen Mon genommen. So ist jetzt nicht. Es war zwar in Anführungsstrichen nur Morlord, aber ich fand Morlord eigentlich gar nicht so kacke. Der hatte Genesung und Haste. Das sind eigentlich zwei sehr nützliche Attacken. So, und da gehen wir jetzt auf Sturzflug. Dann gehen wir auch keinen Miss ein. Wir sollten uns eigentlich niemals mit dem Recoil töten. Ignorieren wundervollerweise den nervigen Destiny Bond, den er das letzte Mal benutzt hat. Genau, der ist weg. War sogar ein Crit, der ist egal. Und damit stehen wir. Ich glaube, wenn wir Sam mit Sturzflug angegriffen hätten, wären wir vermutlich sogar weg gewesen. Okay.
Aber dann haben wir jetzt auch den Rivalenkampf hinter uns. Und wir können eigentlich jetzt ganz gechillt durch diesen Mondberg gehen, weil ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Form ein großes Problem ist. Und das ist, glaube ich, auch der allerletzte Rivalenkampf an der Stelle gewesen. Ich glaube, ansonsten kämpft man nur noch zusammen einmal mit ihm. Und das war's auch, aber dafür, ich glaube, das machen wir nicht mal, weil das nicht irgendwie relevant für uns ist. Deshalb, ich sag, wie viele Mons hat der uns geraubt? Ich glaube, drei. Ich glaube, beim letzten Mal hat der zwei Kills geholt. Und dieses Mal halt einen, also. Leider drei hat er geholt. Wir haben jetzt auch bald schon die 30 voll hier, muss man sagen. Das ist nicht so nice. Ich überlege sogar, ob ich Lumineon reinnehme. Weil wir haben lauter Wassergesteins-Pokémon. Was spricht da eigentlich gegen? Achso, dann habe ich kein Boden-Pokémon. Aber wir haben drei Elektroresistenzen. Also das wäre jetzt echt nicht das Problem. Weil dann würde ich sogar Amoroso. Wir könnten auch komplett in die Offensive gehen. Und sagen, wir nehmen Shapido mit. Hätten noch einen Speedboost-Mon damit. Und hätten. Aber es kommt auch eine Psycho-Arena, ne? Da hätte ich den schon gerne, weil ich kenne mich. Zur Not werfe ich den nämlich einfach in die Tonne. Nee, ich würde sagen, wir gehen wieder back to the roots und nehmen Hanuta wieder mit. Okay, es gibt eine neue Attacke, die Hanuta gerade lernen will, nämlich Stormblast. 95-95 mit einer 20% Chance zu paaren. Das klingt mega geil. Ich würde es ihm gerne beibringen. Ich weiß gerade nur nicht, was ich stattdessen wegmachen soll. Ich denke, wir machen einfach Octazooka weg. Weil eigentlich möchte ich mit dem nicht in einem Wasser-gegen-Wasser-Matchup unbedingt drin sein. Ja, dass wir Surfer drauf haben, ist ein bisschen nervig, aber hey. Na, dann schauen wir doch jetzt nochmal, was wir so im Mondberg Schönes für ein Item finden. Hä? War der Mondberg schon immer so, dass man den einfach skippen konnte? Das ist ja mega geil, hä? Also ich würde trotzdem. Na gut. Ich würde trotzdem gerne gucken, was es hier so gibt, aber das ist ja geil. Okay, unser Parasect hat ein Rash Nature. Das schaut eher schlecht aus mit Effect Spore. Schau mal, der hat sicher Änderungen, aber die Frage ist, hat er gute? Er hat jetzt 115 Attack, das ist actually sehr gut und 100 Def. Unser Wesen ist halt eher kacke, aber damit können wir, I guess, leben. Ja, schauen wir mal, vielleicht können wir ihn irgendwann mal benutzen für irgendwas. Oh lol, man kommt in dem Spiel hier oben da, wo diese Pipis tanzen hin? Also es ergibt sehr viel Sinn. Aber ich wusste gar nicht, dass der Mondberg so krass hier in dem Spiel abgeschnitten war. Und hier ist aber noch, wobei hier ist noch mal ein Eingang. Der bringt mich jetzt wohin? Ah, der bringt mich einfach nur dahin. Ja gut, dann gibt es im Mondberg doch gar nichts einfach zu erledigen. Ich dachte irgendwie, da würde noch irgendwas passieren. Dann schauen wir uns mal die Trainer auf Route 4 an. Und Route 4 dürfen wir natürlich auch uns nochmal in den Counter snacken. Also ich bin ganz froh, wenn wir jetzt ein bisschen was bekommen. Auch wenn man wirklich sagen muss, das, was wir bekommen, ist jetzt auch nicht das Mächtigste. Also, da gibt es schon bessere Encounter als Parasect und. Was haben wir beim letzten Mal noch gezogen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es geht definitiv besser. So wie kann man, denke ich, festhalten. Alter, ein Amp vorausgebunden schon. Gut, andererseits ist ein Base Power 130er Move. Also, irgendwo sehe ich es dann doch mit vier Leveln drüber. Ne? Man sieht das schon. Okay, es waren sehr, sehr wenig Trainer auf der Route, aber das habe ich mir schon fast gedacht. Dann gucken wir doch noch, was wir hier bekommen. Das ist erstmal Dupes. Okay, das ist nun kein Dupes. Ja, ist okay. Ich glaube, ich darf inzwischen nicht mehr zu viel von den Encountern erwarten, weil es gibt halt auch einfach. Also, ich meine, es ist ja immer noch so Hard Gold, Soul Silver. Die meisten Mons, die es halt hier gibt, gibt es hier halt auch. Und das sind meistens nicht so unfassbar krasse Banger. Wigglytuff ist maybe okay. Wir können uns einmal kurz noch angucken, ob der irgendeine nennenswerte Änderung hat. Ist halt eine Normalfee, logischerweise. Wenn der normal steht, hat jetzt 60 Def und 75 Speed Def. Ist also etwas bulkiger geworden. Kann aber auf jeden Fall Purification, also von dem her. Und Wish lernt der von selber. Das sind zwei sehr gute Sachen, muss ich sagen. Und damit sind wir auch schon in Azalea City auch angekommen. Wunderbärchen. Gefällt mir, wenn wir so viel Progress in einem Part machen. Auch wenn wir eigentlich gar nicht so mega viel gemacht haben, muss man sagen. Wenn man so drüber nachdenkt, geht's sogar. Aber naja, wir haben ein Modest Soundproof Jigglypuff. Das ist sehr, sehr gut. Mit dem kann man, denke ich, bestimmt auch mal arbeiten. Aber gut, dann würde ich aber tatsächlich sagen,
soll es das für den heutigen Part gewesen sein. Im nächsten Part werden wir dann hier Azalea City beenden, den Orden uns snacken und dann vermutlich sogar zu Orden 3 gehen. Maybe machen wir Orden 2 und 3 im nächsten Part, weil die würden relativ fix back-to-back ja dann eigentlich kommen, ne? Und man geht ja eigentlich dann nur so nach unten. Ja, schauen wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Ich hoffe, ihr seid dort wieder mit dabei. Bis dann und ciao. Bye, bye.